Das ist Bücherwurm Tobi. Am allerbesten schmecken ihm Comics. Den Bücherwurm gibt's auch ohne Kostüm, dann sieht er so aus. Die Comicbegeisterung aber bleibt. Hallo, ich bin der Tobi, ich bin 9 Jahre alt und gehe in die 4C. Der Beginn von Tobias Hobby, den lustigen Taschenbüchern, war quasi ein echter Glücksgriff. Verliebt hat er sich in die Taschenbücher, als wir einmal einen ganz besonderen Fund gemacht haben beim Spazierengehen. 2 Kisten voller Taschenbücher. Und die waren da zu verschenken. Und das war für ihn wie ein richtiger Schatz. Und seitdem sind das seine Lieblingsbücher. Klingt gut. Apropos Klingen, wo kommt denn dieser Lärm jetzt her? Mein Zimmer. Seit einem Jahr spielt Tobi Schlagzeug, denn er liebt Rockmusik. Das ist mein erstes Band-T-Shirt von Nirvana. Das ist eine eher berühmte Band. Ich bin damit aufgewachsen. Wir haben schon, seit ich ein Baby war, im Auto Rock gehört. Das hier ist das T-Shirt von der Band von meinem Papa, Haven. Und ich war auch einmal auf einem Konzert mit. Ich hatte da auch solche einen Gehörschutz auf, weil das ist sehr laut. Das hier ist mein Schreibtisch. Hier höre ich gerne Musik, lese Sachen und male. Das ist meine Österreich-Tafel. Hier bin ich geboren, in Graz, in der Steiermark. Aber meine ganze Familie kommt aus Kärnten. Schon schön in Österreich. Im Sommer in den kühlen See, im Winter in den weißen Schnee. Perfektes Urlaubsziel, oder? Wir besuchen da Oma und Opa, meine Freunde, also als ich noch klein war. Ja, und wir sind eigentlich fast alle Ferien da. Eins fällt aber ganz besonders auf in Tobias Zimmer. Das sind meine 134 lustigen Taschenbücher. Und die findest du gut, weil? Sie sind lustig und machen einfach Spaß, sie zu lesen. Und das ist halt, die Geschichten sind immer unterschiedlich. Es gibt manchmal Mickey Mouse und manchmal Donald. Aber Mickey Mouse mag ich nicht so gerne. Die sind weniger lustig als der Rest. Aha, aber worum geht's denn jetzt in deinem Duell? Kannst du uns das mal erklären? Claro. Die Charaktere aus Entenhausen sind ja alle bunt. Dagobert Duck hat zum Beispiel einen schwarzen Hut, weiße Haut, einen gelben Knopf, einen roten Mantel und blaue Gamaschen. Und ich kann mir alle Farbkombinationen merken. Cool, oder? Figuren nur an Farbpunkten erkennen. Respekt. Und Tobi, möchtest du deiner Gegnerin noch etwas sagen? Du, Annette Frier. Ohne Sieg wird's mir zu bunt. Wollt ihr noch mehr so frische Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.